Hallo, liebe Zuschauer, grüß euch zu Midnight Resistance auf dem C64. Geiler Shooter. Habe ich damals viel gespielt als Kind, auch wenn ich da kaum jetzt noch Erinnerungen dran habe. Allerdings, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich tatsächlich die C64-Version gespielt habe oder nicht vielleicht doch die Amiga-Version. Naja, wie auch immer. Die unterscheiden sich halt grafisch und auch spielerisch schon besser. Gucken wir mal, wie weit ich komme. Ja, das fängt schon wieder gut an. Einfach nach oben springen, in die Gegner rein. Ist das ein Schlüssel? Das ist bestimmt wichtig. Nehmen wir mal mit. Okay. Powerfeuer haben wir hier nicht. Ja, es hat natürlich ein bisschen was von Rambo, der Typ hier. Aber guter Shooter, grafisch, auch für den C64. Das ist schon beeindruckend. Von der Musik her natürlich auch. Auch wenn wir jetzt noch nicht den Sound haben. Ja, Musik. Gut. Na, schick mir noch so einen braunen Kerl. Der hatte doch Schüsse dabei. Oder Sprengstoff oder was auch immer das ist. Ja, ah, Mist. Ich wusste, dass wir dich erreichen können. Gib mir die Schlüssel. Weh. Hätte ich doch mal die Trainer eingestellt. Fällt mir gerade mal wieder so ein. Ja. Ja. Klar. Mach dir nichts raus, dass du einen Panzer hast und ich nicht. Ist schon okay. Jetzt bringt das auch nichts, ihn zu treffen. Oh, komm schon. Der hat mich doch nicht berührt. Jetzt weiß ich auch immer... Jetzt weiß ich auch wieder, warum das so ein bisschen frustrierend war, das Spiel. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ist ja wohl klar. Entschuldigung, dass ich euch nicht mehr zeigen kann. Wie gesagt, hätte ich vielleicht doch den Trainer einstellen sollen. Warum lädt er eigentlich jetzt? Mal so nebenbei gefragt. Auch für euch wieder in diesen Türchen etwas versteckt. Ein Steam Key eines Spiels. Kann euch jetzt noch nicht sagen, was dahinter liegt. Hab die Steams noch nicht eingekauft und noch nicht besorgt. Aber dann könnt ihr über die Weihnachtsfeiertage irgendein Spiel spielen, falls ihr es nicht schon in eurer Bibliothek habt. So, jetzt gucke ich aber nochmal, dass ich hier weiterkomme. Der legt sich auch ziemlich schnell flach, der Kerl. Der ist schnell flach zu legen, sozusagen. Einmal nach unten drücken, na, schon liegt er. Die beiden haben sich mal gut erwischt. Klar, ist natürlich auch wieder viel auswendig lernen. Ist klar, wenn man erstmal das Level-Layout kennt, na, ist es auch hier nicht so schwierig. Aber das, na, Mist, das scheint ja zu genügen, wenn ich ihn von hier aus treffe. Oder? Ja, geht doch. Ja, da hat er nicht noch wirklich mal eine... Wirft er noch eine Bombe? Ey! Unfair. Ich habe jetzt echt gedacht, es wäre irgendein Bonus zum Einsammeln, weil das auch so am Glühen war. Ja. Blöd, Mann. Blöd, Männer. Ach, die Tür muss ich erst aufschießen. Natürlich. Sieht aus wie eine Automatiktür, aber nein, ich schieß mal lieber auf. Warum sind sie nicht einfach durchgegangen? Nö, keine Lust. So, jetzt haben wir mal jetzt der erste Level geschafft. Können wir uns ein extra Leben holen oder Supercharge? Was war das denn nochmal? Sieht auf jeden Fall cool aus. Das holen wir uns. Aha. Können wir das extra Leben auch mitnehmen? Oder. Ah, je nachdem, was ich alles schon eingesammelt habe. Missiles natürlich auch gut. Shotgun. Yes. Freeway Shooter. Freeway Shooter ist gut. Können wir uns nämlich leisten. Das ist doch gleich viel besser. Die Preise werden uns unten angezeigt. Das sehen wir hier. Einen von diesen Schlüsseln haben wir noch. Und den Schauer kaufen, was auch immer das ist. Ah, ich habe begrenzte Schusszahlen nur, sehe ich gerade. Gut, sollte ich dann vielleicht nicht hier zu Demonstrationszwecken einfach verballern. Gucken wir mal. Das fand ich auch ziemlich cool, dass man hier halt seine eigenen Upgrades kaufen kann. Zwischen den Levels. Ziemlich cool. Und das macht es natürlich dann stellenweise schon einfacher, je nachdem, was man sich gerade gekauft hat. Das ist ja, könnt ihr euch ja vorstellen. Die es vielleicht auch selbst gespielt haben mit Night Resistance. Gucken wir uns irgendwann nochmal die Amiga-Version an. Vielleicht gucken wir uns mal auch irgendwann alle Versionen an von Midnight Resistance. Weil einfach ein cooles Ballerspiel ist. Auch wenn ich als Kind eigentlich diese Ballerspiele nie so wirklich gemocht habe. Ja, wo das jetzt hergekommen ist, ich weiß es nicht. Na,
manchmal kommen einfach irgendwelche Kugeln angeflogen. Ach ja, schon wieder. Nein! Ach komm schon! Fiesen Möp, du! Also keine Chance, ich hätte wirklich...